Moin mit A und herzlich willkommen zurück zu Star Revenge 3.5. Im letzten Part haben wir diese sehr geheimnisvolle Mine hier erkundet. Und haben sie beendet. Das war's. Das war quasi der letzte Part. Und heute machen wir weiter mit Kurs 13, in dem es wohl auch den ersten Key gibt. Dann gehen wir einfach durch diese Tür und in diese Dreampipe, die übrigens auch neu ist. Also ich wüsste nicht, also natürlich ist sie neu, aber ich wüsste nicht, wie er das jetzt genau gemacht hat. Also es ist schon okay. Sizzling Depths, Parkour to the Top. Die Frage ist wieder, ich wollte gerade sagen. Warte, was? Ich habe mir das schon ungefähr gedacht. Also das hier ist mal wieder ein 2D-Kurs, was wieder ultra sick ist. Alter, wie das aussieht, das ist echt sick. Okay, get Star 1 to 4, then re-enter course for 5. Okay, gut zu wissen. Also, 2 Sterne erscheinen erst im Nachhinein. Aber können wir den schon komplett machen? Ich sterb erstmal. Okay, nice. Nein, aber können wir den schon mal komplett machen? Das war ja bei letzten 2D-Stage, also Kurs 12, auch nicht so. Pretty sure tourists shouldn't be here. Anyway, did you look at this sign just now? You need to do the first step to also get the key boss. Achso, okay. Same goes for Kurs 10 to 15 as well, genau. Also just wanted to say that you can't grab onto the ledges of these platforms. By the way, did you get the metal cap yet? You'll need it here. What do you mean you don't know where it is? At just explore course 3 a lot more. Jeez, do I have to hold your hand? Ich hab den doch schon. Okay, das ist doch alles gut. Also, ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, aber die Frage ist jetzt wirklich... Okay, es sieht übrigens echt interessant aus hier. Also, von den Plattformen habe ich tatsächlich ein bisschen Angst. Aber auch, ich frage mich halt echt, ob wir die jetzt komplett machen können. Denn Kurs 12 haben wir auch schon gemacht und konnten die nicht komplett machen. Hier ist eine Röhre. Jetzt hier hin. Ich finde auch übrigens, das sieht immer noch nice aus. Also, ich meine. Okay. Hä? Okay. Was zur Hölle? Dieses Level verwirrt mich tatsächlich relativ doll. Okay, warte mal. Da braucht man die Metal Cap. Okay. Muss man hier hoch? Kann man hier überhaupt hoch? Hier hoch. Ja, man kann hier hoch. Digga. Okay, da ist die nächste. Ich wollte sagen, vielleicht brauchen wir mittlerweile eine neue. Aber es sieht aus, als können wir den Kurs hier ungefähr machen. So, also. Wenn ich das echt krass finde. Hier in 2D zwischen der Lava umher zu. Keine Ahnung. Was machen wir eigentlich? Zu bouncen. Das ist schon cool. Also, hat was. Vor allem mit der Musik. Und hier ist noch eine Metal Cap. Also, hier ist ja echt viel, ne? Von so voll wenig Münzen gefühlt. Finden wir hier. Obwohl, jetzt finden wir 4. Da ist noch eine Metal Cap. Können wir voll 5 noch einsammeln? Ja. Oh Gott, bitte nicht sterben. Okay, komm, komm, komm. Drauf landen. Ja. Oh Gott, Alter. Also ich habe hier echt Schiss davor, dass man irgendwie stirbt. Das wäre halt echt unlucky. Aber... Da unten hast du sogar noch eine. Kommen wir hier bitte hoch. Ich will hier hoch. Hilfe, geh da hoch. Geh wieder auf die Plattform, bevor du stirbst, Alter. Oh. Oh, nein! Was zur Hölle? Oh, scheiße. Na, kacke. In dem Bullshit kann ich das jetzt nochmal machen. Och, Mann, ich war doch drauf. Okay, ganz kurz. Warum zur Hölle kann ich hier stehen? Was? Huh? Okay, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Kann man... Hä? Wie zur Hölle funktioniert das? Habe ich irgendwas... Habe ich irgendwas Wichtiges verpasst hier? So, also ich denke, jetzt befinde ich mich doch in einer etwas besseren Ausgangslage, die ganze Sache zu beenden. Danke sehr. Und jetzt, wo ich das geschafft habe... Übrigens ein sehr cooler Stern, also... Sehr nice Idee. Vielleicht sollte ich die Metal Cap auch mitnehmen. Okay, tschüss. Nice.
Frage ich mich, kommt man hier auch wieder raus? Also ist hier irgendwo echt ein Ausgang und da geht's dann weiter? Oder wie ist das? Was kann ich hier erwarten? Also ich gehe jetzt hier einfach mal weiter. Aber guck mal, hier zum Beispiel sieht doch irgendwie fast so aus, als könnte man hier weiter, oder nicht? Oder auch nicht, nein. Oder etwa doch? Mal gucken. Nein. Okay, also ich denke, hier kommt man nicht wieder raus quasi. Also man kommt hier wieder raus, aber hier geht's nicht weiter. So meine ich das. Also hier ist man quasi nur gefangen, bis man ja, alle roten Münzen gesammelt hat und dann kommen wir wieder raus. Am besten durch diese Röhre. Genau. So, ich muss hier leider einen großen Teil dieses Videos rausschneiden, weil ich, wie ihr vielleicht sehen könnt, dieses ganze Spiegelzeug da ein bisschen falsch verstanden habe, beziehungsweise ich kann da nicht direkt was für, aber Brody irgendwie auch nicht. Ich hatte halt einfach ein falsches Plugin, ein falsches Video-Plugin in Project 64. Und ja, ihr wollt mir nicht echt nicht eine halbe Stunde dabei zusehen, wie ich da versuche, mich durch diese Spiegel zu bahnen, in denen ich gar nicht sehe. So, es ist halt echt bescheuert so, aber naja, deshalb, da komme ich später nochmal zu. Ich werde das auch nochmal im Video erklären, aber wir machen erstmal weiter und ich schneide das echt einfach alles raus, weil es war halt wirklich langweilig im Endeffekt. Und ihr seht dann halt nur das Richtige. Ja, das wollte ich nur mal kurz anmerken, zwischendurch. Okay. So, ich sterbe einfach. Ich meine, was soll ich denn dagegen tun? Ich kann doch nicht sehen, was da ist. Hä, habe ich irgendwas falsch verstanden? Ich lasse das erstmal aus. Ich habe da keinen Bock jetzt drauf. Ich einfach komplett nicht verstehe. Mache ich irgendwas falsch oder... Oder wie? Oder was? I don't know. Naja. Ich denke, man muss... Sollte eh erstmal hier lang gehen für den ersten Stern. Deshalb mache ich das jetzt einfach auch mal. Und hoffe, dass mir das ein bisschen mehr helfen kann. Okay, so. Dam. Hier muss man aber nur Wandsprünge machen. Also. Okay. Das wird jetzt ein interessanter Sprung. Ah! Okay, aber so geht das. Okay, aber so kann man sich auch umbringen. Warte mal. Nochmal! Okay, so geht das nämlich. Jetzt kommen wir noch hier hoch. Und... Hilfe, die 100 Münzen werden hier interessant. Also das muss ich dieser Stage lassen. Ich glaube, die 100 Münzen werden hier richtig interessant. Und ich glaube nicht, dass ich die beim ersten Versuch schaffe. Dafür ist dieser Kurs echt zu advanced. Also... Ja, mittlerweile wird einem echt was abverlangt. Obwohl wir... Naja... Ich sage mal, in Kurs 5 geendet haben. Are you fucking kidding me, Alter? Ich wollte gerade sagen, und was ist jetzt die Idee, Brodude? Aber, naja. Wir nehmen uns einfach deine Münzen. So. Nice. Also, ich weiß nicht, ob das der Sinn war. Aber es hat geklappt. Also, es hat mir auf jeden Fall meine Münzen gegeben, die ich brauchte. Okay. So, hier müssen wir jetzt hoch. Ja, genau. Und jetzt, nein. So. So geht's gut. Alles klar. Irgendwie, also die Kamera ist natürlich cool, dass man die ändern kann, aber irgendwie ändert die sich manchmal automatisch mit. Das ist nicht mein Ziel, aber es passiert. Oh, dann ist da ein Stern. Das war's ja schon. Ja, 40 Sterne haben wir jetzt. Krass. Ich denke mal, ja, okay. Ja, wo müssen wir jetzt lang? Ich weiß es nicht. Können wir einfach runterspringen? I don't think so. Da sieht das Ganze ein bisschen, wie sagt man das, ein bisschen zu Ende aus. So. Da unten ist noch irgendwas. Warte mal. So. Was ist hier unten? Ist ein P-Switch. Wo spawnt der Sachen? Er spawnt da 3 Münzen. Ey, wir haben ja voll viele. Und da. 67 haben wir. Ist ja quasi ganz schön viel schon. Hilfe. Ach, und jetzt können wir zurück. Das ist natürlich nice. So. 71. Wisst ihr was? Das sieht irgendwie ziemlich gut aus, oder? Nicht, dass ich jetzt hier 100 Münzen schaffe. Das wäre ja lustig. Kommen wir hier hoch? Also... Nee, die Frage ist nicht, können wir hoch, sondern können wir lang... Hier sterben wir, oder? Okay. Wo kriege ich jetzt noch Münzen her?
Da ist echt das Ende im Gelände. Also, wenn ich da runtergefallen wäre, wäre scheiße. Oh, ein Stern. Hä? Ich komme auf die Stage nicht klar. Irgendwie richtig random. Ach nein, so random gar nicht. Guck mal. Guck mal einer an. Wo wir hier sind. Das ist doch der Start. Da ist eine Münze. Wow. Da unten sind zwei, okay. Das nützt uns dann auch nichts. Ich würde sagen, wir nehmen... Okay, damit hätten wir alle gehabt. Nice. Nein, aber ich weiß ja, wo noch welche sind. Da nehme ich. Ganz klar. Das war genau das, was ich meine. Cool, dann haben wir jetzt auch den 100-Münzstern hier. Ich hätte irgendwie nicht gedacht, dass wir das schaffen. Aber cool, wir haben es geschafft. Nice. 100 Münzen. Und... Down and Round Surfing. Okay, Mysterious Mirrors. Den habe ich ja noch nicht. Und den schon. Ich denke, Mysterious Mirrors müssen wir jetzt machen. Also, keine Ahnung. What? What? Hä? Was? Verstehe nicht. Warum? Warum? Hä? Okay. Wie sich herausstellte, ich habe mich tatsächlich schon gefragt, als ich, naja, wisst ihr das noch, wo in der einen Welt mit dem, wie hieß das nochmal, also diese Welt, genau, Welt 4, da war das doch auch mit diesen Spiegeln so, ne? Dass diese Spiegel so waren, das, nicht mit diesen Spiegeln, mit diesem, in dem Schloss, warum kann ich gerade nicht reden? Da war das irgendwie so, dass ich, da habe ich mich irgendwie gefragt schon, was da los ist. Das war bei diesem Metal Cap Stern, da gab es auch so eine grüne Wand und da konnte man nicht durchgucken. Ich dachte mir, hey, warum kann man denn da nicht durchgucken, was soll denn das? Und, ja, wie es scheint, sollte das oder hätte das transparent sein sollen. War es aber aus irgendeinem Grund nicht. So, und da habe ich mich schon gewundert, was los ist. Und genau das gleiche Problem ist hier auch. Und jetzt tatsächlich habe ich, rausgefunden, was das Problem war. Und zwar hat irgendwie einfach mein Video-Plugin von Project 64 das nicht unterstützt. Also, es ging einfach nicht. Ich konnte da gar nichts sehen, weil mein Video-Plugin da falsch war. Und jetzt habe ich das Video-Plugin gewechselt und jetzt geht's. So, Secret Star ist... Die Musik anders? Also, dachte mir, ich lasse es jetzt einfach gleich mal drin. Warum ist die Musik so krass? Plötzlich. Ich lasse das Ganze jetzt einfach mal drin, weil, wie ihr seht, brauche ich das eh jetzt immer noch, also... Fuck you! So ein Hurensohn! Ich glaub's nicht. Habt ihr das gesehen, wie der mich runtergeschmissen hat? Ah, naja. Also, ihr seht, ich brauche das eh noch. Von daher muss ich es jetzt gar nicht erstmal raustun. Und ich glaube, das wird auch noch öfter in diesem Hack, ja, benutzt. Also... Naja, mal gucken. Ich würde aber eigentlich gerne halt das andere Plugin drin behalten, denn... Ich habe halt mit diesem Plugin, wollte ich es versuchen... Weil dann hätte ich halt 16:9 Modus gehabt und das würde ich, das hätte ich halt auch eigentlich cooler gefunden. Das Problem ist halt, es ging gar nicht. So, weil es halt total gelaggt hat mit dem Ding. So, und das ist ja auch doof. Das will man ja nicht. Dass es laggt, also. Aber jetzt habe ich gerade quasi, kann man so sagen, ich spiele gerade quasi in 16:9 und lasse euch davon nur einen 4:3 Ausblick haben, damit es jetzt nicht so weird wirkt. Naja, aber. Ist jetzt auch egal, also ich sehe jetzt halt ein bisschen mehr jetzt hier. Haha, nein, Spaß. Okay, das ist jetzt... Jetzt wird's wirklich creepy. Okay, warte mal, also... Alles klar. Okay, da dürfen wir nicht rein, da ist RIP, da ist auch RIP, das heißt, wir müssen hier hin. Der ist richtig, der ist wieder falsch. Heilige Kacke. Und das Schöne ist, hier ist ein Warp. Ja. Okay.
Und da ist ein Stern. Hä, wie heftig. Okay, jetzt finde ich das Ganze richtig krass cool. Jetzt finde ich das Ganze richtig krass nice. Eben gerade war ich so, das ist ja scheiße. Aber, naja, es lag halt irgendwie am Videoplugin. Aber ist natürlich trotzdem doof so. Im Endeffekt ist halt scheiße, aber ich weiß nicht, was da genau jetzt los war, aber... An intruder in Dodge Streamland. Go get him, you big bobomb. I'm Rainbobomb, Van Collar. I used to be the prince of this fine land until I joined forces with the great Dodge Wiggler. Now that the seal is broken and we can finally go free, nobody will stop us from taking this island back. Your excuse of a little farm? Want to stop us? Also, don't be foolish. I'll throw you around like a toy. Come, face me, little man. Das ist ein 2D-Bossfight? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Der ist ganz schön flink unterwegs, Alter. Und er ist advanced uns gegenüber. Oh, die Stage sieht richtig LSD-mäßig geil aus. Nein, nein, nein. Hilfe. Komm. Das ist richtig fies, dass er das kann. Danke. So. Okay, wir haben jetzt schon. How? How did I lose? You won't beat us. We took over all the 8 dream locations here. It's just a matter of time until our leader comes up with a plan, and then we shall strike down everyone on this sad rock in the sea. Cool, danke. Für den Stern. Also, das war mal ein fairer Bosskampf zur Abwechslung. Hexagons over the river. Versus Rainbob. Omvan Color. War das jetzt ein Key? Also haben wir jetzt gewonnen? Oder wie? Also. Colossal Hole. Nein. Okay, ein Stern gibt's noch. Okay, machen wir den auch noch. Das hier ist auch neu, oder? Okay, von mir aus. Oh Gott, Alter. Ich habe das gerade im letzten Moment im Spiegel gesehen, ey. Das ist echt cool. Als ob. Als ob. Okay, das Level finde ich wieder hart geil. Hier nicht fuhlen lassen. Okay, am Anfang fand ich das Level... da blubbert die Lava im Nichts. Am Anfang fand ich das Level okay. Ich fand es ganz okay und es war so, kann jetzt auch vorbei sein. Aber holy shit, ist das nice. Das ist richtig cool gemacht. Naja, auf jeden Fall. Also ich komme aus dem Staunen bei diesem Hack echt nicht mehr raus, ne? Auch der Bossfight eben auch. So, das war, normalerweise sind Brewdude Hacks leider ziemlich, ja, nicht so toll, was Bossfights angeht. Die sind immer relativ viel zu schwierig und tatsächlich habe ich schon Angst gehabt vor den Bossfights in diesem Spiel. Aber bis jetzt sieht gut aus, als wäre hier echt, als wären die Bossfights quasi ziemlich fair und nicht so schlimm. Wie man vielleicht denken könnte. Da oben ist Lava, also da will man jetzt nicht lang. Okay, gut, damit kann ich leben. Oh Gott, Alter. Stirb. Ich frage mich gerade, was passiert, wenn man hier drin bleibt. Aber ich will es gar nicht probieren. Oh, okay. Jetzt. Hey, ich hab's geschafft. Cool. So. Und. Alles klar. Okay, ich will davon jetzt echt keine zerstören. Alles klar. Aber ich meine, hier verrät es leider ein bisschen der Schatten. Aber was ist in der Box da drunter? Egal, ich versuch's einfach gar nicht. Ich nehme einfach den Stern hier und
Möchte saven, ja. So, aber jetzt macht es gar keinen Sinn mehr, was ich tue. Aber jetzt ist was hier drin. Kann man hier überhaupt, kann das Ding überhaupt kaputt machen? Oder ist das nur... Ach, das ist tatsächlich nur, das ist tatsächlich gar kein richtiger Block, sondern... Sieht nur so aus. Und du? Ich meine, du bist ein richtiger Block. Eine Münze. Und du? Eine Münze. Ja, nice. Damit haben wir es geschafft. Damit sind wir durch. Und... Hammerhart, ey. Hammergeil. Auch mit den verschiedenen Spawn-Locations quasi, um an die nächsten Sterne zu kommen. Ich bin begeistert. Und der Part hat Überlänge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, das hat länger gedauert, als ich dachte. Naja, passiert. Ach. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Mädel.